Hallo zusammen, ich lese jetzt vom Schlunz und die barfüßigen Riesen das Kapitel 16. Es war Sonntag, der Kindergottesdienst war bereits zu Ende. Elmar war auch wieder da gewesen. Plötzlich kam Jana ganz aufgeregt angerannt. Schlunz, du musst mir helfen! Was ist los? Fragte Schlunz. Ich glaube, Papa und Adelheid denken sich gerade eine ganz schlimme Strafe für mich aus. Ich habe gesehen, wie sie sich direkt nach dem Gottesdienst in einen geheimen Raum im oberen Stock zurückgezogen haben. Papa, Adelheid und Arthur. Wie kommst du darauf, dass sie dabei über dich reden? Da bin ich mir ganz sicher. Ich habe heute Morgen, also ich habe ja da wohl, naja, das ist ja nicht so was Wichtiges. Auf jeden Fall habe ich jetzt Angst, dass sie sich was ganz Furchtbares für mich ausdenken. Schlunz grinste. Was könntest du denn so Schlimmes angestellt haben, dass dein Vater gleich mit zwei Leuten aus der Gemeinde darüber reden möchte? Jana errötete ein wenig und sah nach unten. Na ja, begann sie, heute Morgen vor dem Gottesdienst habe ich ein bisschen zu laut über Adelheid und den Kindergottesdienst geschimpft. Papa hat gesagt, sowas darf man nicht sagen. Aber ich habe weiter geschimpft und in dem Augenblick kam Adelheid an uns vorbei. Na und? Nix na und. Ich glaube, sie hat alles gehört. Sie hat bestimmt gehört, wie ich zum Schluss geschimpft habe. Ach, die Adelheid, die olle Zimtschnecke. Schlunz lachte lautlos. Zimtschnecke, das muss ich mir merken. Jana lächelte wieder etwas, dann sagte sie, jedenfalls hat mich Adelheid den ganzen Vormittag bitterböse angeschaut und jetzt überlegen sie sich, wie sie mich bestrafen können. Aber wie sollen wir dir jetzt helfen? Fragte Schlunz. Meinst du, du könntest mal heimlich nach oben gehen und an der Tür lauschen, was sie sich für eine Strafe ausdenken? Dann muss ich mich nachher, wenn sie mir die Strafe ankündigen, nicht so aufregen. Und wenn sie doch über was ganz anderes reden, dann ist es umso besser und ich weiß Bescheid, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Wieso lauschst du nicht selbst oben an der Tür? Wollte Lukas wissen. Ich habe Angst, dass sie mich erwischen. Ach, sagte Lukas, dass Schlunz auch erwischt werden könnte, ist nicht so schlimm? Ich dachte, Schlunz ist mutiger und passt besser auf. Das gefiel Schlunz. Sein Rücken wurde gerade, seine Brust drückte sich nach vorn. Das stimmt, sagte er sofort, da hast du recht. Lukas, du und ich, wir sind mutig und passen auf. Komm, wir helfen, Jana. Lukas riss unweigerlich die Augen auf. Wer sagt, dass ich auch so mutig bin? Das weiß ich. Damit packte Schlunz Lukas am Arm und zog ihn hinter sich her. Das Zimmer, in dem sich Adelheid mit den beiden Männern aufhielt, war nicht schwer zu finden. Die Stimme von Adelheid hinter der Tür war laut und aufgebracht. Merkt ihr denn nicht, was sie da macht? Hörten sie Adelheid rufen. Sie versucht, unsere Gemeinde zu vergiften. Sie versucht, den Kindern durch boshafte Fragen, Zweifel und Misstrauen gegen mich in die Gemeinde zu zerstreuen. Lukas und Schlunz schauten einander erstaunt an. So schlimm war das, was Jana da gesagt hatte, nun auch nicht gewesen. Meinst du, hörten sie Helmut, Janas Papa, fragen. Neulich war er so nett gewesen. Aber wenn er nun für seine Tochter so einen geheimen Rat einberief, konnte er ja wohl auch ziemlich gemein sein. Klar, das glaube ich auch, hörten sie nun auch Arthur sagen. Arthur machte immer einen sehr strengen Eindruck. Mit Kindern hatte er nicht viel am Hut. Und der sollte sich jetzt mit Adelheid eine Strafe für Jana ausdenken. Die Stimme von Adelheid war wieder zu hören. Ja, sie sagt den Kindern, schaut euch mal eure Leiterin im Kindergottesdienst an. Sie vergibt anderen nicht und sie bittet andere nicht um Vergebung. Lukas wunderte sich noch mehr. Das alles sollte Jana gesagt haben. Adelheid war noch nicht fertig. Ist doch klar, dass sie das denkt. Sie hat es immer noch nicht verkraftet, dass wir uns damals ganz hinter Arthur gestellt haben. Dann hörte sie die Stimme von Helmut. Was sollen wir jetzt tun? Adelheid antwortete,
Wir müssen Gudrun klipp und klar sagen, sie soll sich da raushalten. Sie soll sich unterstehen, den Kindern unserer Gemeinde solche boshaften Unterstellungen über mich weiterzugeben. Vielleicht hat sie das alles ja vor der Klasse gesagt. Wie stehe ich denn jetzt da? Gudrun? Vor der Klasse? Schlunz hatte anscheinend gerade denselben Gedanken gehabt, denn er flüsterte Lukas zu. Die reden gar nicht über Jana, die reden über Frau Preisel. Wieder die Stimme von Helmut. Arthur, hast du denn noch Kontakt zu ihr? Nein. Du, Helmut, du musst mit ihr reden, beschwor Adelheid ihn. Was soll ich ihr denn sagen? Das, was ich gerade gesagt habe. Aber wir können uns doch nicht in ihr Privatleben einmischen. Wenn sie sich aber doch in unser Gemeindeleben einmischt, rief Adelheid laut, merkst du denn nicht, was sie vorhat? Sie will sich nachträglich für das rächen, was damals passiert ist. Sie fühlt sich ungerecht behandelt und schlägt jetzt zurück. Sie will unsere Gemeinde vernichten. Sie will mich vernichten. Sie will mich als lächerlich und unglaubwürdig hinstellen. Es entstand ein Schweigen. Das würde ich ihr durchaus zutrauen, sagte Arthur dann. Ich muss jetzt nach Hause, fiel Helmut plötzlich ein und Lukas hörte Schritte im Raum. Ich habe Jana versprochen, dass wir heute Nachmittag schwimmen gehen. Schlunz und Lukas rannten nach unten in den Kindergottesdienstraum. Keine Angst, Jana, sagte Lukas und schnaufte noch. Die haben nicht über dich gesprochen. Echt nicht? Jana atmete erleichtert aus. Worüber denn? Ach, nur über langweilige Erwachsenenthemen, sagte Schlunz scheinbar gleichgültig. Dann fügte er grinsend hinzu. Aber das mit der Zimtschnecke finde ich eine gute Idee. Und beim Rausgehen rief er ihr noch zu. Und für den Arthur finden wir bestimmt auch noch einen lustigen Namen. So, das war schon das Kapitel 16 vom zweiten Teil Schlunz.